Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Head Benjamin und ihr seid hier bei einem ganz, ganz, ganz besonderen Part meines Super Soccer Let's Plays. Ja, ich habe ja schon mit Deutschland mich einmal quer durch die Weltmeisterschaft gezockt und habe dann ganz zum Schluss die Nintendo-Mannschaft besiegt. Und da dachte ich mir, ja gut, Deutschland ist von den normalen Mannschaften die stärkste, aber damit gebe ich mich nicht zufrieden und ich probiere nochmal gegen Nintendo zu spielen mit Belgien, ja, der schwächsten Mannschaft hier bei Super Soccer. So, da Nintendo mit 5 Leuten im Sturm spielt, nehme ich mal Sweeper und steuere den Torwart natürlich selber, was es natürlich auch noch ein wenig erschwert. So, Shell tausche ich mal gegen den Henry, also Nummer 7 gegen die Nummer 10, da die Nummer 7 hier bei Belgien die besten Werte hat und ein guter Läufer ist. Ja, bei Nintendo, ihr werdet es sicher bald sehen, die sind sowas von schnell und aggressiv unterwegs. Und da laufe ich schon mit der Nummer 11 und nach 8 Sekunden ist das erste Tor schon für Belgien gefallen. Ja, ist es aber. Was für ein glorreicher Start. Das muss ich jetzt erstmal beibehalten und am besten noch ausbauen. So, die Nummer 7 ist sofort schon viel kriegen hier und der läuft und haut das Ding rein und ich fasse es gerade selber nicht hier. Ja, da ist bald, ja, da machst du einfach nichts. Und der Shell, der hat die Ecke gesehen und ihn einfach ganz frech reingelunst. Da konnte der Torwart nichts machen. Wer so hinterlistig ausgespielt worden ist, der guckt danach natürlich in die Röhre. Ja, so ist das hier. So, und wie geil ist das denn? Was ist denn jetzt los hier? Oh, 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 ja, ich merke schon hier, der Run ist ziemlich gut, aber dann kommt spätestens in der nächsten Halbzeit der große Knall. Also, so, jetzt ist die Nummer 8. Komm, die Nummer 8 auch mal hier. Nee, da wurde ich diesmal gestoppt und direkt, ah, verdammt, da wollte ich ihn sofort wieder hochspielen. Und da seht ihr natürlich, die kommen direkt mit einer riesen Mauer hier angestürmt. Aber ich konnte klären, sehr schön. So, jetzt direkt wieder raushauen das Ding. Na, schade, da wollte ich weiterspielen. Die eine Nummer stand da frei und, ach Mist, falsche Ecke. Da dachte ich, der zielt in die kurze, aber der schlag wieder auf das Ding einfach in die Ecke. Da konnte ich natürlich nichts machen, ne? So. Okay, diesmal hat es nicht so einfach geklappt. Wir sehen die Nummer 9, passen einfach mal frechner und flach nach vorne, aber wir werden von der Abwehr schon wieder daran gehindert, ein Tor zu erzielen. So, wir liegen zu. Oh, da ist das Ding schon wieder drin. Ja, was soll ich sagen? Die 3 Tore ganz am Anfang. Okay, jetzt sind sie zwar noch gut, wir haben noch ein kleines Polster, aber wenn ich jetzt nicht mal hier wieder einen nachsetze, dann war es es auch schon wieder. Ja, und da stand ich ein bisschen zu weit weg. Genau, Nummer 7, komm. Schön einmal drumherum schlawenzelt. Ah, das war natürlich wieder der Spieler, der mir jetzt wieder das Genick gebrochen hat, genau vor meiner Schussposition. Und da stehe ich natürlich wieder. Oh. Da konnte der Torwart nicht schnell genug reagieren, verdammt. Ja, und somit ist es schon wieder Ausgleich, sehr, sehr schön, genau, ganz toll. So, Nummer 7, nein, und da wird die Nummer 7 wieder vom Ball geholt. Und ein, zwei Pässe und Nintendo ist schon wieder in meinem Strafraum. Das ist natürlich für den Arsch, sag ich mal. So. Ja, und da ist er natürlich wieder drin, juhu. Ganz, ganz toll hier. So. Ah, jetzt muss ich mal ganz kurz konzentrieren, meine Freunde. Genau, zack. Arm ausspielen, hier. Und das könnte sein, das könnte sein. Ja, yeah, der Ausgleich ist hier, meine Freunde. Ja, so muss es sein. Und da hat Shell sogar einen Hattrick erzielt. Und er stürmt direkt schon wieder. Aber wird wieder natürlich von den Beinen geholt. Oh, der setzt sich aber auch hier gegen alle durch. Und da versuchen wir es gleich nochmal mit derselben Taktik. Das könnte klappen. Aber nein, wir wurden angegrätscht. Der Ball ist leider weg. Aber jetzt vielleicht, nee. Da wurde ich leider wieder vom Ball geholt. Ach, verdammt. So, jetzt aber nochmal. Da ist die Lücke. Shell, ah, verdammt. Aber wenigstens lasse ich jetzt die Gegner nicht mal so einfach in meinen Strafraum. Aber da hätte es fast natürlich schon wieder geknallt, sage ich mal. So, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass einer von meinen ja, so genau. Sehr schön. Genau. Jetzt könnte vielleicht klappen. Nein! Genau an der Position. Ah, verdammt, das war natürlich jetzt ärgerlich. Und da sind sie schon wieder auf freiem Fuß hier.
Boah. Boah. Da stand ich diesmal goldrichtig. Ist es denn wahr? Das war mehr Glück als Verstand jetzt. Mist, da habe ich nicht reagiert. Boah. Was für Torwart-Skills. Was ist hier bloß los? 4-4 steht es jetzt. Also das ist echt spannend. Anderthalb Minuten sind noch zu spielen. Aber wer weiß, wer hier dann noch zur Halbzeit das Ruder rumreißen wird. Ich hoffe natürlich, dass ich das sein werde. So, gib mir jetzt den scheiß Ball her. Was ist jetzt los? Da wusste ich jetzt gerade gar nicht, wer jetzt den Ball hat. So kann es auch gehen hier bei Super Soccer, dass da so ein Gewusel ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, aber da seht ihr, die hauen natürlich mit einer Wucht die Pocke wieder zurück. Da guckt man einfach nur blöd aus der Wäsche. Und jetzt die Nummer 11. Wird es die Nummer 11 schaffen? Da sind natürlich wieder ein Haufen Gegenspieler auf den Fersen hier. Ja, das ist blöd. Ich hoffe mal, na, ich komme da nicht mehr dran. So, jetzt, genau, schön Nummer 4. Sehr, sehr schön. Aus dem Weg. Genau, einmal nach vorne zur Nummer 7. Die Nummer 2 hätte eigentlich weggemusst. Ja, da stand ich jetzt wieder ein bisschen blöd. Aus dem Weg. Nein! Gut, Nummer 3. Sehr schön. So, die Nummer 11. Nein! Verdammt, das war so eine gute Position. Ah, ich muss das besser nutzen. Sonst verkacke ich hier noch. So, sehr schön, Nummer 4. Sehr, sehr schön. Genau. Zu viele Leute wieder hier. Da seht ihr mal, wie schnell die eigentlich sind, dass die so schnell wieder dran sind. Ja, und da werde ich kurz vor meiner Schussposition vom Ball getrennt. Das hat nicht sollen sein. So, jetzt aber... Oder? Nee. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich treffe einfach nicht mehr. Und ich denke, ja, zu Halbzeit steht es 4-4. Es hätte jetzt eigentlich nicht spannender sein können. Es wäre natürlich für mich schöner gewesen, wenn ich ein paar Punkte in Führung gegangen wäre. Aber dem war leider nicht so. Wir bleiben mal bei der Aufstellung. Und ich glaube, keiner hat bis jetzt eine gelbe Karte kassiert. Also gehen wir mal frohen Mutes weiter hier. Und wir greifen natürlich sofort an. Aber sie geben natürlich Pass. Ja, ist es selber. So, schnell den Ball weg. Ja, raus aus meiner Hälfte. Nein! Verdammt! Oh, oh. Na, oh! Leck mich am Arsch hier. Gib mir den scheiß Ball. Genau. Einfach schön da reinrennen und sich den Ball schlawinern. So muss das sein. Oh, die Nummer 11. Jetzt kommt die Chance. Jetzt kommt die Chance für die Führung. Und? Yes! Ah, oh, das fühlt sich so gut an. Und, ja, Charly, da haut das Ding einfach rein. Da hat der Torwart das Nachsehen. Und da läuft er natürlich zu Recht jubelnd über den Platz und heimst den Lob seiner Fans ein, die natürlich nur kopiert aussehen. Und da ist das Ding drin. Aber was für eine schöne Vorlage. Ja, da steht der Welt genau richtig. Lupft das Ding aus der Luft mit dem Kopf in die Ecke. Da kann der beste Torwart nichts machen und guckt nur blöd hinterher in das Netz, wie es flattert. Ja, das war jetzt ein bisschen bescheuert. Da war der Winkel natürlich zu einfach. Oh, da sind sie natürlich mit zwei, drei Spielzügen wieder vor meinem Tor. Und da knallt es direkt wieder ein Treffer. 6:5 für mich. So, jetzt muss ich mich aber ein wenig anstrengen. Wir haben nämlich noch 4 Minuten. Verdammt, da wurde ich schon wieder vom Ball geholt. Sehr schön, Nummer 5. Nummer 5 lebt hier. Ah, verdammt. Da war der Pass nicht lang genug. Nein! Verdammt, Mann, oh. Den kriege ich nicht, den kriege ich nicht. Oh, sehr schön. Zum Glück hat der Torwart magnetische Füße, dass der Ball dann einfach an ihm kleben bleibt. Nein! Ach, Mensch! Da fälscht der Dreck, sagt das auch noch ab. Habt ihr das gesehen, was für ein Drall der Ball auf einmal bekommen hat? Kein Wunder, dass die haufenweise Tore schießen mit so unfairen Mitteln. Und dann sind die natürlich auch noch so schnell und hier und da. Was ist jetzt los? Boah. Oh, ja, 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 ja. Spannung pur hier. So, den muss ich jetzt erstmal ein bisschen wegpellen. Wegpellen, genau. Nicht prellen. Hier wird der Ball weggepellt. Nein, auch da Nummer 8, ey. Bist doch nicht unsichtbar, oder was? Das hätte doch eigentlich passen müssen. Das war genau die richtige Länge, wie ich mich da zum Ball geschmissen habe. Das hat natürlich jetzt nur durch Glück so gut funktioniert. Und natürlich holen die sich sofort wieder den Ball, die Schlawiner. So, jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Na, leider kein Einwurf gekriegt. Das hätte natürlich erstmal wieder eine kleine Pause eingebracht, wo sich meine Leute mal wieder so ein bisschen formieren hätten könnten. Aber natürlich nein, nein, nein.
Das darf hier nicht sein. Oh, nee, das war zu kurz. Aber die Nummer 7 hat den Ball. Das ist ja unser schneller Läufer hier bei den Belgiern. Und oh, direkt auf die Nummer 7. Auf die Nummer 9. Und da klingelt es im Kasten des Gegners. Ja, der Vale hat den Ball einfach frech da reingelunzt. Und es ist noch 2 Minuten 20 zu spielen. Es bleibt spannend. 2 Tore sind wir in Führung. Und die Nummer 7. Und er legt einen Treffer nach. Ja, wie göttlich ist das denn? Der Schell. Ja, der hat einfach drauf. Ein Goldjunge mit einem Goldfuß. Und nein, da begeht er den fatalen Fehler und hat einen Foul riskiert. Flieht er vom Platz? Nein, er flieht vom Platz. Nein, nicht er. Och nein. Jetzt kommt die Wende. Das hat die Wende eingeläutet. Ich weiß es. Ah nee, die Nummer 10 brauche ich auf jeden Fall. Und da könnt ihr mal die Werte sehen von den ganzen Leuten hier. Also das ist ja echt scheiße, wenn ich das mal sagen darf. Bei Rennen, da hat nur Shell, glaube ich, 7 oder so. Aber ich nehme mal die Nummer 3 weg. Da auf dem Flügel, den kann ich, glaube ich, mal entbehren. Aber jetzt muss ich hier ein bisschen zusehen. Und, verdammt. So, ach, da macht man aber auch nichts, wenn 2, 3 Nintendo-Spieler auf einen Zug rätschen, dann... Da verliert man einfach nur noch den Ball. So, die Nummer 3 ist jetzt am Ball. Sie ist natürlich nicht so schnell wie der gute Vale, aber er kann es fast nah. Und da legt er nochmal nach. Ein weiteres Tor. Ja, der Huber hat dann einfach reingehauen mit der Nummer 3. Frisch aus der Abwehr nach vorne und macht es dem Vale ganz perfekt nach. Und da Nintendo. Nein! Nein, was machst du denn? Das ist natürlich wieder dieser super Soccer-Bug gewesen, wenn man den Torwart manuell steuert und der zu nah an den Verteidigern ist und man mit den Verteidigern noch den Ball abwehren möchte, dann springt er natürlich mit. Das ist natürlich nicht so prall. Und jetzt sollte ich nochmal versuchen, hier wenigstens noch die 1,5 Minuten ein wenig meinen Vorsprung zu halten, beziehungsweise nochmal hier ein bisschen nachzulegen. Ne? Ja, wo sind wir denn hier? Sehr, sehr schön, sehr schön. Nummer 5 stehen gelassen und in die Ecke und da ist er drin. Ja, der Fest hat ihn einfach reingewemst als Schlinge und ja, da 10 zu 6 für die Belgier. Das hatte Super Soccer Welt noch nicht gesehen. Aber jetzt mal noch ein bisschen hier Kontinuance bewahren und sehr schön mit dem Torwart einfach wieder zum Spieler gerannt. Und die letzte Minute bricht so eben an. Da sieht er die Nummer 3, aber sie ist natürlich ein bisschen zu lahmarschig hier mit dem Gänsemarsch. Da komme ich natürlich nicht weit. Oh, sehr schön, nein. Oh, genau, erstmal wegholzen das Ding. Erstmal schön weg damit. Weg, 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 weg. Weg damit. Verdammt, die greifen jetzt natürlich kontinuierlich an hier. Oh, sehr schön, Nummer 8. Oh, ich bin so stolz auf dich. Einmal schön nach vorne. Ah, da hatte der Ball leider ein bisschen zu sehr den Drall drauf. Aber jetzt, na, schon wieder. Ist es selber. So, die Nummer 3 wieder. Schafft er noch ein Tor? Ja, er schafft es. Was für ein Goldjunge. Ja, da deklassieren wir mal eben mit der schlechtesten Mannschaft. Die All-Star Super Nintendo Team Mannschaft. Ja, ist es immer hier. Hier gibt es aber auch wirklich alles beim Head Benjamin auf seinem Kanal. Ja, da gibt es allen Scheiß. Und wir haben das Ding so gut wie gewonnen. Ja, komm, schieß noch einen rein. Das juckt mich jetzt auch nicht mehr. Ja. Begnügt euch noch mit der Ecke. Ja, verrecke daran. Es ist mir doch egal. Macht doch, was ihr wollt. Es wird eh gepfiffen, bevor der Ball jetzt reinfliegen kann. Ja. Perfekt. Perfekt. So. Da habt ihr gesehen, dass man sogar mit der schwächsten Mannschaft gegen die stärkste Mannschaft gewinnen kann, wenn man eine gute Taktik und eine Strategie hat. So. Congratulations, you have defeated the mighty Nintendo All-Star Team and demonstrated that you are the best soccer team in the world. Oh yeah, of course. So, congratulations, you are the world champion. Ja, und sogar mit Belgien. Wer hätte das denn gedacht, dass die Belgier sich da aus ihrem Mauseloch hervorkriechen kommen und dann so ein Ding hier abliefern, ja. Und da genießen wir nochmal die Credits, genau.
Das haben sich die Jungs verdient. Da sehen wir noch ein paar schöne Bilder in Super Nintendo Grafik, genau. Nabuyuku Nakazawa, Satoru Minegishi, wer kennt sie nicht? Aber was ich sagen muss, der Soundtrack von Super Soccer ist wirklich genial und das natürlich für ein Fußballspiel. Aber das könnte man ja auch quasi mit F-Zero vergleichen. Das hat ja auch ziemlich geile Rennstreckenmusik, obwohl es nur ein Rennspiel ist. Da kann man mal sehen, was man mit der richtigen Kombination an Gameplay und Musik alles schaffen kann. Wie gesagt, es ist jetzt nicht das perfekte Fußballspiel, aber es macht einfach so ungeheuer viel Spaß, sich da durch die Weltmeisterschaft zu schlagen. Und das Geile ist, man kann das auch mit einem Kollegen zu zweit machen. Obwohl man sich da, denke ich mal, meistens selber noch im Weg rumsteht. Aber naja, das sind andere Geschichten. Ja, unterhalten wir noch den Pokal in die Höhe. Wir haben es ja uns verdient hier. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Da sind die Tore nur so geflogen. Wir hatten auch ein paar sehr, sehr tolle Torwart-Szenen. Also, aber das ist echt sowas von krass, wie präzise die Nintendo-Mannschaft aus jeder Lage den Ball irgendwie reindrehen kann. Und du stehst dann als manueller Torwart da und weißt gar nicht, wie du jetzt da hinten springen sollst. Weil das so ein komischer Winkel ist. Und dann schießen sie ja da dann auch noch mit so einer Wucht, dass man manchmal gar nicht reagieren kann. Oder zumindest, dass der Ball so einen Drall drauf hat, dass der von einem abprallt und dann natürlich ins Tor geht. Aber ihr seht, es ist zu schaffen. Ja, Game Testing, Mein Ball und Naka Naka. Ja, genau. So und nicht anders, ne? Genau, wir schauen uns jetzt nochmal hier schön die Kredite. Was ist das denn? Hatape, Miyamomo. Genau. Nee. Ich denke mal, jetzt zum Schluss werden wir nochmal ein Passwort bekommen. Genau, thank you for playing, was uns einen Expert-Modus freischaltet. Ja, das geht auch noch. Aber, ja doch, da kommt er, oder? Genau. Oh. Ja, da ist er. Der Expert-Modus, genau. So. Ich hoffe, dieses kleine Special mit Belgien, der Schwächsten gegen Nintendo, die stärkste Mannschaft, hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr vielleicht einen Kommentar oder dergleichen da lasst. Bis dann, meine Freunde.